Mit dem Bau des Kamaldulenser-Klosters auf einer Halbinsel im heutigen Kownasser Meer wurde im 17. Jahrhundert begonnen. Ausgewählt hatte den Ort der Kanzler des Großfürstentums Litauen, Krzysztof Zsigmond Pacz, welcher auch den Bau finanzierte. Das einem kleinen Kreis von Gläubigen vorbehaltene Kloster kostete 8 Millionen Goldmünzen. Einige flüsterten sich zu, Pacz habe dafür sühnen wollen, dass er einst an diesem Ort ein Mädchen geschändet hatte. Andere vermuteten, auf diese Weise sollten die Teufel vertrieben werden, die an dem Pagislis-Hügel Gefallen gefunden hatten. Der Initiator des Vorhabens indes konzentrierte sich auf die Suche nach geeigneten Meistern. Die Architekten ließ er aus Italien kommen. Giovanni Frediani sowie die Brüder Carlo und Pietro Puttini, Architekten aus Italien, formten das Ensemble nach dem Kamaldulenser-Wappen, welches zwei aus einem Kelch trinkende Tauben darstellt. Für die Tauben standen die beiden Gärten und für den Kelch der mittlere Teil des Geländes mit seiner Allee. Unter den Gebäuden des Kamaldulenser-Klosters Pagislis fällt vor allem die Kirche hinsichtlich ihrer Größe und architektonischen Besonderheiten auf. Für die Fresken und Stuckarbeiten wurden abermals Meister aus Italien eingeladen. Insgesamt gibt es in dem Gotteshaus fast 100 verschiedene Freskenmalereien. Die Wände und Fußböden wurden mit rotem und schwarzem Marmor ausgekleidet. Dank der Bemühungen polnischer und litauischer Kamaldulenser, deren Hauptkloster sich unweit eines Marmorsteinbruchs bei Krakau befand, wurde Pagislis reichlich mit Marmor ausgestattet. Die Kirche, der nördliche und der innere Gebäudekomplex des Klosters mit den geschlossenen Innenhöfen trennten den Kirchhof vom Eremitorium. Das nördliche Haus des Klosters wurde im 17. Jahrhundert gebaut. In ihm befanden sich das kleine Refektorium und das große Refektorium. Im selben Gebäude befand sich auch die Küche mit dem dazugehörigen Speisekammern und Kellern für die Lagerung von Lebensmitteln. Im südlich gelegenen Haus des Klosters befanden sich die Mönchzellen. In einem anderen Teil des Gebäudes befanden sich ein Krankenhaus und eine Apotheke. Ein separater Raum diente als Karzer. Die Kamaldulenser propagierten eine asketische Lebensweise. Entsprechend waren ihre Häuser voneinander durch eine Mauer mit daneben wachsenden Buchsbäumen und Blumen getrennt. Jede verfügte über 4 Zimmer. Eines zum Schlafen, eines mit einem Ofen zum Arbeiten. Die Kirche, der nördliche und der innere Gebäudekomplex des Klosters mit den geschlossenen Innenhöfen trennten den Kirchhof vom Eremitorium. Wenn das Kloster auch luxuriös war, so lebten die Mönche in strenger Askese. Die Kamaldulenser hatten sich verpflichtet, ausschließlich in Zellen zu leben, täglich körperliche Arbeit zu verrichten und das Schweigegelübde zu halten. Ein hoher Zaun aus quer verlegten Balken umgab auch den Klostergarten. Der Marschteil im Klosterhof wurde im 18. Jahrhundert gebaut. Die aus Balken errichtete und mit einem Schindeldach versehene Wagenremise im nördlichen Teil des Klosterhofs stammt aus dem 18. Jahrhundert. Die einstöckige Südoffizin entstand im 17. Jahrhundert. Später begannen die Mönche, die Südoffizin als Schmiede zu nutzen. Die Nordoffizin im Kloster Pagislis wurde im 17. Jahrhundert erbaut. Im 19. Jahrhundert wurde hier eine Mühle betrieben. Die Brunnen im Kirchhof gegenüber dem Eingang zur Offizin wurden im 17. Jahrhundert gebohrt. In diesen Brunnen hielten die fleischlos lebenden Kamaldulenser Schildkröten, um sie später zu verzehren. Der überdachte Brunnen im Eremitorium des Klosters stammt vom Ende des 17. Jahrhunderts. Die an den Nordflügel des Klosters angefügte Waschküche entstand im 18. Jahrhundert zusammen mit anderen Klosterbauten. Im gleichen Gebäude befand sich auch eine Barbierstube. In einem separaten Raum wurde Honig geschleudert und sogar Kräuterschnaps gebrannt. Das Gästehaus des Klosters Pagislis gegenüber der Lindenallee entstand Ende des 17. Jahrhunderts nach einem Entwurf des Italieners Frediani. Es bot Nachtlager für reisende Gläubige und Pilger. Nebenan wohnte der Verwalter, der zugleich auch Pförtner war. Ihm oblag es, das zweistöckige heilige Tor in der Mitte des Gästehauses zu überwachen. Das Gebäude diente als klerikale Residenz, später als Klosterhotel. Das große Tor, im 17. Jahrhundert aus grauem skandinavischen Sandstein erbaut, öffnete den sakralen Raum des Klosters. Den Anfang des Klostergeländers markieren zwei Wegsäulen, die man im 17. Jahrhundert aufstellte.
Sie befinden sich beidseitig des Weges zum großen Tor, der in die Lindenallee führt. Da die Ortsansässigen nicht sehen konnten, was hinter den Gemäuern vor sich ging, schmückten sie den Alltag der Kamaldulenser mit allerlei Geschichten aus. So hieß es, die Mönche sehen nur dann etwas von der Welt, wenn sie den Glockenturm bestiegen. Der 11 Meter hohe Turm wurde im 18. Jahrhundert erbaut. Im unteren Teil befindet sich ein Altar, etwas weiter oben ein Balkon. Krzysztof Sigmund Patz, er wurde später ebenso wie seine Familienangehörigen im Kloster bestattet. Nach dem Aufstand 1831 wurde der Besitz der Mönche konfisziert und ging an die russisch-orthodoxe Kirche über. In den Zwischenkriegsjahren ließ sich die Kongregation der Schwestern des heiligen Kasimir hier nieder. Nach dem Zweiten Weltkrieg befanden sich auf dem Gelände ein Seniorenheim und ein Krankenhaus. Nach Wiederherstellung der Unabhängigkeit wurde das Kloster der Kongregation der Schwestern des heiligen Kasimir zurückgegeben.